Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich. Ja, heute habe ich wieder was ganz Tolles für euch. Und zwar eine Mini-USB-Ladestation im Star Wars Imperium-Stil. Ich kann es mal kurz umdrehen, alles, damit ihr alles seht. Also hier in der Mitte natürlich das Mini-USB, wo ihr eben eure Geräte einstecken könnt. Hier hinten das kaputte Imperiumszeichen. Hier hinten kommt der USB-Anschluss raus. Hier vorne ist der Knopf, denn das ist mit Licht und mit Sound, also mit Lichtschwert-Sound. Hier hinten seht ihr die Löcher, die ich reingebohrt habe, damit der Lautsprecher eben auch zu hören ist. Laufen tut das Ganze mit zwei AA-Batterien, also mit diesen etwas größeren runden Batterien. Sind ganz leicht zu wechseln, indem man einfach hier unten die vier Schrauben aufmacht und da drin ist dann hier so eine Schachtel, da sind die zwei drin, kann man wechseln, ganz einfach. Ja, aber jetzt wollt ihr natürlich auch hören, wie sich das anhört. Also dann schauen wir mal. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mal das Licht etwas dunkler gemacht, damit ihr eben auch das Licht seht, was hier rauskommt. Es soll eben dieses Zeichen ein bisschen anleuchten. Hier oben seht ihr halt überall das rote Licht. Ja, eigentlich war das Ganze mal geplant als Lichtschwertständer ohne Sound und ohne Mini-USB. Hat mir dann aber nicht gefallen, weil es einfach zu klein war für ein Lichtschwert. Und dann stand es halt eine lange Zeit rum, weil ich nicht wusste, was ich damit machen sollte, weil es mir einfach zu schade auch war, um es wegzuschmeißen. Ja, und dann ist mir die Idee gekommen mit dem Mini-USB-Halter, also dass man da halt schön ein Smartphone oder was draufstellen kann. Und ich finde, das ist mir ganz gut gelungen, auch mit dem Sound finde ich es echt schön. Hat schon was. Wer hat sowas schon zu Hause, ne? Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Leider kein Tutorial diesmal, weil wie gesagt, das meiste schon fertig war. Und das bisschen Elektronik und die zwei, drei Löcher, die ich gebohrt habe, das hat sich meiner Meinung nach einfach nicht gelohnt für ein komplettes Tutorial. Wenn es jemand nachbauen möchte von euch, Maße braucht, meldet euch einfach bei mir oder wenn ihr Fragen zur Elektronik habt. Wenn ich helfen kann, helfe ich auf jeden Fall. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde.